Ja, Jungs, ich muss improvisieren. Ich habe leider nur mein iPad mit. Die große Kamera ist zu Hause geblieben. Aber ich möchte eine Sache ganz kurz nutzen, denn der Basti ist bereit, uns ein bisschen was zu erzählen von seinem Wissen. Damit ihr auch mal wirklich glaubt, was ich da vorhin erzählt habe, der hat es wirklich richtig drauf. Basti, erzähl mal ganz kurz das, was du mir in ein paar Worten neulich erzählt hast. Zu der Schalltafel hier? Ja. Also ich habe ja letztes Mal drüber gesprochen. Genau. Da habe ich dir mal diese Schalltafel gezeigt. Ich glaube, ich habe ein Thema mal angesprochen oder so. Ne? Und dann habe ich dir, glaube ich, von dem Stoffwechsel mal erzählt, des Menschen. Mhm. Irgendwie, und dann hast du irgendwie dieses Bild da gesehen, dieses Schema genau, von mir gesehen. Ich zeige euch das und, mal. Das ist die Metabolic. Genau, also die Metabolic Pathways. Ne? Ja. Also sind sozusagen im Endeffekt die Abbauwege in der Chemie. Also generell ist es so, dass sich die ganze Biochemie im Endeffekt um zwei Stoffwechselprozesse betrifft. Also die ganze Chemie, Biochemie im Endeffekt, ne, geht sich um zwei Prozesse. Ne? Der eine Prozess sozusagen ist die Glykolyse, ne? Und der andere ist der Zitratzyklus. Ne? Das sind eigentlich zwei Wege. Viele, die Chemie studiert haben oder die noch ihr Abi gemacht haben, wissen es vielleicht noch oder so. Ne? Eigentlich ist es nicht so kompliziert, auch wenn es hier kompliziert aussieht. Im Endeffekt ist es so, dass es zwei Wege im Körper gibt. Ne? Mhm. Der eine Weg ist sozusagen, dass Kohlenhydrate abgebaut werden zum energieärmeren Produkt, ne? Zu Pyruvat. Das funktioniert sozusagen in mehreren Schritten. Ne? Und dafür ist natürlich Energie notwendig. Ne? Dieser Prozess ist natürlich sauerstoffunabhängig. Also ein sauerstoffunabhängiger Prozess, der produziert sozusagen Zytosol in der Zelle. Ne? Also es ist im Endeffekt so, dass du etwas isst, Kohlenhydrate isst. Na, ich weiß nicht, siehst du das hier ein bisschen? Ja, ich kann das so ein bisschen sehen. Genau, also im Endeffekt, einfach gesagt, man isst Kohlenhydrate, ne? Mhm. In Form von Energie. Die Kohlenhydrate ist hier, befindet sich hier vorne und wird zu energieärmen Produkten sozusagen abgebaut. Kann man hier sehen, zu Pyruvat. Ne? Das ist sozusagen eigentlich, also das heißt, die ganze Biochemie besteht aus zwei Prozessen. Die eine Ebene hier vorne. Krass. Und das hier ist die zweite. Ne? Krass. Aus dem Pyruvat, also dieser Prozess von Glykolyse oder von Glucose zu Pyruvat, der sauerstoffunabhängig ist, wird Pyruvat entwickelt, ne? Ja, ich muss noch mal ganz kurz. Tut mir leid, Leute. Ich mache das auf jeden Fall noch mal mit der professionellen Kamera, aber ich finde das so beeindruckend. Genau, das ist der eine Weg. Also das ist eigentlich für uns interessant. Beispielsweise, wenn wir ein Läufer sind, beispielsweise, wir laufen beispielsweise auf dem Laufband, ne, und laufen aeroben Bereich sozusagen, können durch die Nase sozusagen einatmen und Nase wieder ausatmen im Endeffekt. Dann brauchen wir auch einen Effekt Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate werden aerob verstoffwechselt. Ja. Wenn die aerob verstoffwechselt werden sozusagen, können die eingeschleust werden sozusagen in den Zitratzyklus, in die Zelle, in die Mitochondrien. Ja. Jeder schon mal gehört, Mitochondrien im Endeffekt, da kommt die Energie des Menschen her. Das heißt, wenn mich einer fragen würde, woher kommt die Energie des Menschen, dann würde ich sagen, die Energie des Menschen dreht sich alles um Elektronen. Wir essen sozusagen und atmen Elektronen für die Atmungskette 1 bis 4 zu gewinnen. Ne? Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist es so, wir essen etwas, um die Atmungskette, um ATP zu produzieren. Ne? Das habt ihr alle schon mal gehört. Und diese, wenn man es genau sagt, in den Mitochondrien, wenn man das Mitochondrien haben, wo ATP produziert wird, befindet sich in den Mitochondrien wie kleine Laubbäume, ne? Wie so ein kleiner Wald. Ne? Mhm. Und jeder Laubbaum im Endeffekt, der bewegt sich oben. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dass sozusagen dieser Baum oben sich anfängt zu bewegen. Mhm. Aber die kann sozusagen theoretisch, wird er gehindert, weil eine Leiter an diesem Baum steht. Mhm. Ja, und durch diese Drehung im Endeffekt gibt es so Konformationsänderungen im Endeffekt und Elektronen werden so beispielsweise gewonnen für die Atmungskette, um die Atmungskette 1 bis 4 zu aktivieren. Mhm. Das heißt, die Energie des Menschen kommt eigentlich aus dem Mitochondrien, aus dem Laubbaumprinzip. Wenn man ATP-Synthase heißt das, ne? Das sind die Wege. Ne? Mhm. Also generell gibt es zwei Wege einmal. Es gibt den Weg, wo Glucose abgebaut wird zu Pyruvat. Mhm. Pyruvat wird im Endeffekt eingeschleust in die Mitochondrien, in die Zelle. Mhm. Kennt ihr schon mal die Zellschicht beispielsweise, nennt man in der Biochemie Lipid-Bilea-Schicht, ist eine hydrophobe Schicht. Ja. Also Wasser liebend und Wasser abweisend. Ja. Sozusagen eingeschleust. Jetzt habe ich gerade gelesen heute von einem Professor irgendwie aus Stanford. Anscheinend gibt es jetzt ein neues System, was jetzt gerade raus ist. Es gibt an sich ein neues Andox-System der Transkription, wie die etwas in eine Zelle transportiert wird. Also sie haben jetzt was Neues rausbekommen irgendwie. Und wenn dann sozusagen das Pyruvat, also das Stoffwechselendprodukt von der Glykolyse, in die Zelle transportiert wird, ne, wird es über Elektronen gewonnen für die Atmungskette. Das heißt, wird ein Zitratzyklus verstoffwechselt, nur auf verschiedenen Wegen. Mhm. Ja, und daraus kann alles Mögliche gewonnen werden. Interessant ist es auch, wenn wir diesen Stoffwechsel sehen, können wir anhand dieser Metabolic Pathways genau sehen, beispielsweise, was da genau passiert. Wir können beispielsweise auch sehen, wenn einer zu mir sagt, Basti, ich esse die BCAAs. Dann sage ich, okay, wozu ist denn die BCAAs? Und dann sagt er, dafür, gib mir Energie, Power, sonst was. Dann kann ich, wenn ich so ein Schema habe, kann ich genau gucken, was passiert aus welcher Aminosäure? Wo geht sie hin und was wird daraus? Wenn er sagt, wozu brauche ich, was sind BCAAs? Haben wir alle schon tausendmal gehört. Das und das und das, glukoplastische Aminosäuren, Change Amino Acids, geben Energie, was auch immer. Kann ich aber jetzt sehen, dass eine Aminosäure beispielsweise aus einer wird eine Fettsäure. Aus der anderen Endeffekt wird eine Art Energieträger. Ja. Also weiß ich, okay, wenn ich BCAAs nehme nach dem Sport, kann es ungünstig sein, weil es vielleicht das Energiereservat auffüllt. Ja. Aber das Gute ist, ich kann mich dieses Schema da einfach sehen, was passiert bei uns. Was passiert aus Purin? Was passiert, wenn ich Glutamat beim chinesischen People esse? Beim Chinamann irgendwie sind Glutamat einpfeife. Was passiert im Körper raus? Dass aus Glutamat vielleicht Glutamin wird. Dass aus Glutamat Hydroxyprolin wird.
Alles, diese ganzen Dinge kann man nehmen. Gut. Na, darf ich dich jetzt kurz unterbrechen, weil sonst wird es wirklich zu lang. Auf jeden Fall finde ich es genial. Ich konnte jetzt wirklich, glaube ich, schon mal beweisen, also dass du, denke ich mal, großes Interesse hast und dir das auch alles anliest. Guck mal, ich will dir das mal ganz kurz zeigen. Hm? Sind das die Bücher, die Fachbücher? Hm? Zeig mal ganz kurz so ein paar. Damit das sind nicht alle, aber es sind eigentlich ein paar wichtige Sachen, ne? Ja. Also, wenn ich aus meinem Report fahre, ein paar Sachen mal rausziehe, wo die... Nee, das brauchen wir nicht. Ich möchte einfach dich erstmal vorstellen, damit die Jungs hier draußen oder da draußen auch mal sehen, dass das nicht irgendwie so nur gesprochenes Zeugs ist, sondern das ist alles erlesen. Ne? Kannst du mal ein paar Beispiele zeigen? Du hast, also das habe ich neulich mal gesehen, du markierst die ganzen Sachen, guck mal da. Beispielsweise jetzt... Die Markers da. Nee, unten. Da unten sind noch Bücher. Welches ist denn jetzt hier? Oh, weiß ich nicht, da sind so Marker drin. Beispielsweise einfach mal, nehmen wir mal das Buch jetzt hier von... Professor Krämer und Professor Zaciorski, ne? Ja. Ja. Da kann man einfach sehen. Ja, siehst du, guck mal, das meine ich. Also da hast du dich wirklich richtig heftig lange beschäftigt. Also ich markiere mir einfach die wichtigsten Sachen so mit Marker, ne? Ja. Und dann hinten schreibe ich meistens noch so ein paar Quelltexte für mich selbst rein. Ja. Manchmal auch Sachen, die ich fragwürdig finde. Wenn ich Sachen ein wenig fragwürdig finde, dann lese ich in anderen Literaturnachweisen nach und gucke, ob ich sie korrigieren kann oder so. Mhm. Manche gibt es Sachen, die ich selbst nicht glaube, wo ich denke, okay, das ist irgendwie sehr kurios. Gut. Aber so aber arbeite ich mir die Geschichten dann jedenfalls, ne? Prima. Basti, mir war nur wichtig, dass ich das jetzt mal hier kurz bildlich dargestellt habe oder im Video, dass du wirklich, guckst du ganz kurz, ordentlich ist er übrigens auch, dass du wirklich mit so einer Begeisterung dabei bist. Also du bist, das ist dein Leben, ne? Ja, also es ist definitiv mein Leben. Ich muss wirklich sagen, egal wie lange mein Trainer ist, also es gibt so viele Sachen, die man sich wirklich anlernt, die man immer wieder durchlesen muss. Und das, man vergisst auch eine Menge. Das ist eigentlich so ein Problem, das ich immer habe. Wie funktioniert die Zelle? Wie funktioniert das Herz? Was geht wohin? Was passiert dahin? Was passiert da? Was ist da? Es sind so viele Sachen im Endeffekt. Immer, wie man muss sich immer wieder neue Kapitel suchen, immer wieder anlernen. Und nach einer Weile funktioniert das schon so. Gut. Also, wir kennen es ja schon so lange. Ich weiß, wie ich Informationen aus dich herausbekommen werde. Ich bin so froh, dass du bei uns im Team bist, weil du hast so viel Wissen und du erlaubst es uns auch, dich anzuzapfen, weil du bist ein Typ, der gibt sein Wissen gerne weiter. Denn das finde ich sehr, sehr wichtig hier für unseren Club. Sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Und ja, ich würde sagen, da folgen noch einige Videos. Jungs, ihr habt es gemerkt, Basti, der ist mit so einem Herzen dabei. Ich freue mich schon auf jeden Fall, also ich freue mich schon auf diese Geschichte. Das wird eine tolle Sache mit dem Muskelclub. Ganz, ganz toll. Ja. Nee, es ist auch so, du lebst das Ding hier. Ich weiß, wie lange du hier immer bist. Du fängst um 6 Uhr an und bist hier meistens bis 10 Uhr abends. Also ich kenne kaum jemanden, der diesen Sport so lebt wie du. Das ist irre. Okay, super. Gute Schlusswort, oder? Super, dann alles Gute. Ciao. So, ich mache